So, wir haben uns jetzt spontan entschieden, ein anderes Video für euch zu machen. Wir wollten erst ein Netflix-Serien-Special machen, aber haben wir uns doch dagegen entschieden, weil nichts mehr rausgekommen ist. Liebling, und wir dachten, wir machen jetzt mal so Ich dachte. wir kommentieren Kommentare, die ihr uns geschrieben Ja. habt. Und da sind bestimmt noch ein paar Fragen mit bei. Und die beantworten wir dann. Und, Oder kommentieren wir. oder kommentieren wir. Und jetzt suchen wir einfach mal. Also wir haben unser erstes Kommentar gefunden. Und das ist sogar von gestern. Da haben wir auch gesagt, dass wir darauf quasi in einem extra, Zeitnah. zeitnah in einem extra Video drauf eingehen werden. Und das ist von der Margarita Umgeher. Das hört sich gerade komisch an, wie ich es gesagt habe. Schöne Grüße nach Österreich. In diesem Sinne. Genau, sie wohnt in Österreich und hat den langen Weg von Österreich zu mir gefunden. Und sie hat Ich ein weiß schon, dass das Internet global ist, ne? Na und, Die aber. Erde ist doch keine Scheibe, sondern ein Ball. Ist doch jetzt egal. Also, und sie hat ein ganz, ganz langes Kommentar geschrieben. Und zwar ging das um das Video. Ich muss mal kurz gucken. Das war, was macht mein Mann beruflich? Das verlinke ich euch hier oben. Nee, hier oben müsste es sein. Nee, da oben. Irgendwo oben verlinke ich das. Und ich lese euch das jetzt mal vor, das Kommentar. Und ich blende es auch hier unten ein. Ich hoffe, dass ihr das lesen könnt, weil wir haben das so ein bisschen getestet, ob es geht. Also es wird hier Sie. unten Genau, ich nehme mal die Arme weg, sonst nehme ich mehr eingeblendet. Platz. Ach Quatsch, das gehört doch davor geblendet. Nein, ich muss schon den Bauch reinziehen, sonst Also wird das ich. nichts. Also, schaut ihr nicht Walking Dead, beste Serie ever? Doch. Doch, wir schauen The Walking Dead. Das Haben wir wollten. schon. Ja, also wir haben quasi. Also ich gucke das schon quasi fast seit Anfang an. Und Kolja Ich war wurde erst so, angefixt. wurde angefixt von mir. Er meinte erst so, nee, eine Serie, was hast du, eine Nee, Zombie-Serie möchtest du ein nicht gucken? Zombie-Film ist cool, habe ich gesagt. Aber eine Serie, wie soll man das vernünftig hinkriegen? Und Walking Dead hat es hingekriegt, obwohl es manchmal inzwischen auch schon Durchhänger gibt, finde ich. Also die ersten zwei, drei Staffeln Aber waren ich die muss sagen, geilsten. dass welche Staffel läuft denn jetzt überhaupt? Ich glaube, die Also die 17. Staffel mit Negan, die finde ich irgendwie am bisher richtig, richtig cool. Und Die ist krank. quasi von dem Staffelwechsel da, wo dieser Chinese, wie hieß denn der? Wo der quasi von, Matsch gemacht wie wurde. hieß denn seine komische, Lucia. Lucille hieß sie, genau. Genau. Ja, genau. Also die Staffel Flossending. quasi, also wenn ihr jetzt Walking Dead nicht guckt, guckt es euch unbedingt an. Und wenn ihr es guckt, dann wisst ihr, worum es geht. Und wir wollen noch nicht so viel verraten, vielleicht habt ihr die Staffel ja noch Genau. nicht gesehen. Ist auf Auf jeden jeden Fall Fall fand cool. ich diese Staffel richtig spannend und richtig toll. Also ja, wir gucken The Walking Dead. Auch noch zu empfehlen, House of Cards, Game of Thrones und Breaking Bad. Also House of Cards haben wir noch nicht geguckt, das soll so ein bisschen politisch, glaube ich, so in die Ja, ich Richtung gehen. glaube, mein Bruder hat Hat es, dein ich Bruder glaube. gesagt. Ja, aber die habe ich auch von vielen schon gehört, dass das gut sein soll. Wir müssen mal gucken, wann wir uns denn daran trauen. Game of Thrones soll ja auch richtig cool sein, aber es ist eher so Fantasy-mäßig, ne? Da bin ich gar nicht so der Typ für. Aber ich habe auch noch zwischen noch nie Herr der Ringe geguckt. Ja, ich weiß nicht. Bildungslücke. Bis vor kurzem habe ich noch nie Matrix geguckt, ne? Aber hat Bildungslücke. Kolja mir dann gesagt, oh, fand ich jetzt Ich habe gar sie nicht so toll. entjungfert. Und Breaking Bad haben wir schon gesehen. Und zwar Ja. haben wir das uns mal von meiner Mama zu Weihnachten schenken lassen. Die ganzen DVDs, da gab es sowas wie Netflix noch nicht. Oder vielleicht gab es das Doch, schon. wir hatten es auf jeden Fall noch Aber nicht. wir hatten es noch nicht. Und da haben wir uns quasi die ganzen DVDs schenken lassen und haben es noch vor Weihnachten bekommen. Ich glaube, so ein paar Tage vor Weihnachten haben die ganzen Weihnachtstage Nur Breaking durchgeschaut. Bad. Ja, also auch eine richtig tolle Serie. Dann hat sie noch geschrieben, The Middle und Modern Family sind total lustige Familienserien, Family-Serien. The Middle habe ich noch nie gehört, die Serie, muss ich mal gucken. Und Modern Family habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Ist das nicht mit dem Typen, der auch bei Eine schrecklich nette Familie mitgespielt hat? Ich weiß es nicht genau. Aber habe ich, glaube ich, schon mal von gehört. Aber bin mir noch nicht gesehen. Du könntest mit einer kleinen so ein Punktesystem machen mit Sternchen oder Herzchensticker. Darum, da geht es darum, dass Mia ihr Zimmer nicht aufräumen will und dass wir immer Stress haben. Und da hat sie mir halt geschrieben, du könntest mit deiner kleinen ein Punktesystem machen mit Sternchen oder Herzchensticker und einem kleinen süßen Plakat, wo du verschiedene Themen draufschreibst, wie Zimmer aufräumen oder brav schlafen gehen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, die Idee. Ja, Ich meine, also das sieht man ja immer bei der Super Nanny und so hat man das ja gesehen, aber geh auf die eigentlich, stille Treppe. ja. Also ich finde die Idee gut oder einfach verprügeln.
Ach, Liebling. Also, die glauben dir das vielleicht Nein, noch. Nein, das ist natürlich Spaß. Aber grundsätzlich finde ich... Mit Belohnung arbeiten. Falsch. Genau, dann hat sie noch geschrieben... Zuckerbrot und Peitsche. Und so kann sie sich so Sticker erarbeiten und irgendwann geht das alles... geht das in den normalen Alltag über. Ohne Sticker. Und auch wenn manche jetzt sagen, das ist falsch, Kinder dürfen nicht für normale Dinge belohnt werden, finde ich nicht, denn als Belohnung können ja Kleinigkeiten sein. Also das finde ich. Einfach so stehen lassen, denke ich. Ja, finde ich eigentlich auch. Also ich arbeite auch mit Belohnungen manchmal. Ah, genau, also da müssen wir halt nochmal gucken. Auf jeden Fall Zimmer aufräumen steht ganz oben drin. So ins Bett gehen und sowas, das macht sie alles. Da kriegt sie sonst so viele Sticker, wenn wir das machen. Ja, also müssen wir uns mal überlegen. Aber wir müssen uns mal überlegen. Und ich finde es auch gut, dann kann ich das vielleicht mit ihr zusammen basteln und ihr dabei quasi nochmal erklären, genau. Wie es ist. Da könnt ihr nochmal, das Basteln könnt ihr auch abfilmen. Ja, genau, das könnten wir mal filmen und so und wie wir das dann machen. Aber das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Bin ich irgendwie gar nicht mehr drauf gekommen. So die einfachsten Dinge kommt man eigentlich nicht drauf. Ja. Dann hat sie noch geschrieben, ihr seid sehr liebe und geduldige Eltern und eure Kinder sind so süß. Danke. Dankeschön. Ja, also geduldig, manchmal würde ich auch, ne, manchmal will man sein Kind oder seinen Partner erwürgen. Ist gar nicht geduldig. Meine Mutter sagt ja, weil meine Mutter wahrscheinlich noch ungeduldiger ist als ich. Aber, ja, weiß ich auch nicht. Kann ich nicht zu sagen. Aber erstmal vielen Dank dafür. Wo sind eure Hunde so im Alltag unterwegs? Dürfen die im Haus sein? Ja, unsere Hunde, also wir haben ja ein großes Grundstück, muss ich dazu sagen. Und wir haben ein Treppenhaus, das Treppenhaus ist immer offen. Und in dem Treppenhaus ist sozusagen unser Hauswirtschaftsraum, wo wir unsere Waschmaschinen stehen haben und unseren Trockner und so. Und da ist eine Matratze und da können die Hunde quasi auch täglich rein und raus. Und Sheila kommt auch tagsüber auch mal zu uns rein. Also ich habe jetzt unsere Haustür nicht offen, aber manchmal steht sie so vor der Haustür oder Apollo steht bei uns vor der Tür, der kratzt immer an der Tür. Wohnungstür meinst du? Wohnungstür, also bei uns jetzt hier zum Treppenhaus hin. Der kann auch die Tür aufmachen und dann dürfen die halt auch rein und zum Beispiel am Wochenende oder so, dann kommt Sheila mal so ja. 3 Stunden vor dem Kamin liegen oder so. Und im Sommer will sie das gar nicht. Im Sommer ist sie eigentlich nur draußen und läuft halt draußen rum und so. Und aber sie dürfen halt auch reinkommen. Und nachts schlafen die Hunde natürlich und auch. Nachts schlafen die Hunde am Bett. Genau, bei uns mit am Bett. Damit wir beschützt sind. Würde mich über einen neuen Food Hall freuen und vielleicht einmal ein Putzvideo. Also kurz was zu sagen? Ja. Food Hall haben wir direkt erledigt, wir haben es gelesen, online gestellt, fertig. Nein, wir wollten das sowieso online stellen. Und Putzvideo, das habe ich mir heute zu Herzen genommen. Ich habe mich heute beim Staubsaugen gefilmt. Ja, und Putzen, ne? Putzen ist jetzt nicht so mein Hobby, sagen wir es mal so. Aber klar kann ich euch ja mal mitnehmen, wie ich so... den Alltag über putze, ne? Was man hier alles so... Wir haben ja eine große Wohnung, da muss man viel putzen. Das heißt, wir können viele Putzvideos machen. Interessieren euch denn Putzvideos auch? Könnt ihr ja mal unten hinschreiben. Ja. Also, na gut, in Streifen. Mach ich alles. Ich wollte was? Nicht. Was? Feuer putzt nackt, alles klar. Ja, aber da habe ich mal Angst, wenn ich Staubsauger. So, das nächste, was ist, war ein sehr langes Kommentar. Bekommt der Kleine ein eigenes Zimmer? Ja, wird er. War kurz oder lang? Ja, da wollte ich was ein... Da sind wir so noch gar nicht so sicher. Also sagen wir es mal so, es gibt verschiedene Varianten, die wir machen können. Also er wird nicht bis er 18 ist bei uns im Schlafzimmer schlafen. Ne? Also das ist nein, schon mal klar. Also wir haben ja, Mias Zimmer ist ja relativ klein und unser Schlafzimmer ist etwas größer. Es gibt die Variante, dass wir quasi tauschen, dass unser Schlafzimmer... Guck nicht so, Liebling, auch wenn du damit nicht einverstanden bist. Es gibt die Variante, dass wir das tauschen können, dass quasi wir ins kleine Zimmer gehen... Und unser also nur mit unserem Bett und dem Fernseher, das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Und der Schrank quasi im Schlafzimmer bleibt und Mia mit Ben dann quasi zusammen in das Zimmer zieht. Weil ich das eigentlich auch ganz schön finde, wenn die gerade jetzt noch, wo die kleiner sind, wenn die älter sind, brauchen die irgendwie jeder ihren Freiraum ja, und so, weil es ja Jung und Mädchen sind und awesome. So. Und auch die 4 Jahre Altersunterschied, die irgendwann Mia 18 ist und Ben ist erst 14, das ist auch irgendwie blöd. Schon früher, glaube ich, wird es ein Problem. Aber, das, genau. das, aber das am Anfang würde ich die gerne in ein Zimmer packen, damit die halt quasi auch lernen zu teilen und so. Also ich finde das eigentlich ganz cool, wenn die Kinder so in einem Zimmer sind. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass wir einfach die Zimmer tauschen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wir haben hier nebenan noch eine Wohnung, das ist so eine Art Gästewohnung. Da machen wir euch auch mal irgendwann eine Roomtour. Das wird auch mal eine coole Idee, dass wir euch das wenn's mal zeigen. Wenn es euch interessiert. Bestimmt Roomtouren. Also ich finde Roomtouren immer total interessant. Und da können wir euch quasi auch mal zeigen, da ist auch noch ein Zimmer und da könnte quasi Mia einziehen. Und da gibt es halt die Möglichkeit, dass wir entweder einen Durchbruch machen oder einfach, dass sie, die Wohnung ist ja direkt neben uns, dass sie quasi der Eingang halt auch übers Treppenhaus ist. Das macht natürlich weniger Arbeit und weniger Dreck und man muss es halt später nicht nochmal zumachen oder so. Das ist natürlich auch eine Variante, die man machen kann.
Dann wissen wir es auch noch nicht genau. Was natürlich der Vorteil ist, da gibt es auch noch ein Wohnzimmer und ein eigenes Badezimmer und so. Und da kann man quasi im Wohnzimmer so eine Art, können die Schreibtische stehen, damit die dann Hausaufgaben machen können und so. Da wissen wir es aber noch nicht genau. Und wir werden jetzt auf jeden Fall dieses Jahr noch das alles so belassen, wie es ist, würde ich sagen. Ja, also ich denke, wenn wir bautechnisch irgendwas machen sollten, werden wir dieses Ende dieses Jahres vielleicht entscheiden, aber die Umsetzung erfolgt dieses Jahr definitiv nicht mehr. Genau. Ja, das ist Fakt. Mia, was ist denn? Gummiband. Gummiband-Boss. Und zwar ist das von einem Herrn Kolja G. Punkt, wer das so ist. Er hat geschrieben, so klingt mein Job irgendwie deutlich einfacher, als er ist. Ja, möchte ich nur mal so erwähnen. Ja, ich habe es natürlich für euch... ja, vereinfacht dargestellt, beziehungsweise ich weiß es ja auch nicht direkt, was er da macht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich möchte jetzt mal kurz unterbrechen. Meine Frau hat gar keine Ahnung, was ich tue. Den ganzen Tag weiß ich nicht, was ich mache. Ja, doch so, doch so grob weiß ich es ja. Und es bringt ja auch nichts, wenn ich euch jetzt 3 Stunden erzähle oder Kolja euch. Das Problem ist, dann hätte Kolja so ein Video gemacht, dann hättet ihr euch genau, dann hättet ihr ja auch gleich morgen anfangen können zu arbeiten. Weil er euch das so genau erzählt also, hättet. Ich glaube auch, ich hätte ein Lernvideo draus machen. Nein, aber... Du könntest ja mal für deine Firma ein Lernvideo machen. Dann musst du keinen mehr anlernen, sondern musst einfach nur das Video gucken sich an. Aber, bei YouTube online gestellt. Das wäre ein bisschen leicht. Also auch das ist nicht so einfach, ist der Job nur aufwendig. Er ist langweilig, finde ich momentan. Ich werde gekrault. Aber ja. Oh nein, gekrault. Meine Frau könnte ja mal runtergehen, sich ein bisschen Flüssigsauerstoff über die Hände gießen, dann weiß sie, wie geil das ist. Gut. Also das haben wir jetzt geklärt, ne? Sein Job ist nicht einfach. Also falls doch, langweilig. Ja, aber nicht einfach. Einfach ist das falsche Wort. So, dann haben wir einen Kommentar von Vicky Goos. Richtig ausgesprochen? Gose vielleicht? Go mit O und SE. Dafür, dass momentan nur einer bei euch arbeitet, lebt ihr echt gut. Was hast du gelernt und zuletzt genauer beruflich gemacht? Das war ja an mich gerichtet. Genau, es war an sie gerichtet. Weil du wusstest, das war auch unter dem Video. Irgendwie war alles unter dem Video. Tja. Also ich habe erstmal gefragt, was sie genau meinte mit, dass wir gut leben, weil ich das irgendwie nicht genau wusste, was sie damit meint. Und sie hat mir dann geschrieben, dass sie quasi unsere Möbel meint. Also ich erstmal finde ich gar nicht so, dass unsere Möbel, die sind alle nicht teuer, sind eigentlich meistens, also zu 90% IKEA-Möbel. Finde ich, also Ikea ist jetzt auch nicht mehr so günstig, wie man denkt, finde ich. Also da gab es schon teurere Sachen. Aber es ist jetzt auch nicht, wenn ich die Möbel meiner Eltern angucke, die sind halt, oder von deiner Mutter jetzt, die Sachen, die sie bei dem Laden da gekauft hat. Also es sind normale Möbel, sagen wir es mal, für uns normale Möbel. Man muss dazu sagen, also erstens vollkommen, in Anführungsstrichen normale Möbel. Natürlich schlechter geht es, glaube ich, immer, aber besser geht es mit Sicherheit auch. Und wir haben auch viele Schnapper gemacht. Und wir haben auch viele Sachen nach Preisen jetzt nicht alles jetzt neu gekauft, sondern schon in unserer alten Wohnung gehabt. Zum Beispiel, wir haben unten so von Malm, so eine Malm-Kommode, die haben wir schon vor 3 Jahren oder so gekauft. Die sind halt schon 2-mal mit umgezogen und sind jetzt teilweise auf dem Flur, teilweise bei mir und so. Also wir versuchen die ja immer weiter zu verwenden. Genau. Das Bett ist auch aus der alten Wohnung und so weiter. Genau, und zum Beispiel Mias Hochbett oder sowas, das haben wir gebraucht, ich glaube für 45 Euro oder so. Also da gibt es, also wir haben jetzt nicht so viel ausgegeben. Wenn ich Ihnen jetzt richtig überlege, unten ist nur unser Schlafzimmerschrank neu. Genau, also ja, stimmt. Wir haben nur einen Schlafzimmerschrank gekauft. Und das Bett hatten wir schon vor 2 Jahren gekauft. Ist ja auch egal. Das hatte sie gefragt und dann hatte sie halt gefragt, was ich beruflich gemacht habe vorher. Und ich habe ja Kauffrau im großen Außenhandel gelernt. Und habe als letztes halt auf 450-Euro Basis zwar nur gearbeitet, aber als Buchhalterin in so einer kleinen Praxis und habe halt da die Buchhaltung gemacht. Ja, halt auf 450-Euro Basis. Und ansonsten ernährt uns mein Mann. Im Moment kriege ich ja Elterngeld, das sind halt nur 300 €. Das ist dieser Mindestsatz, den ich bekomme, weil ich halt vorher ja nur auf 450-Euro Basis gearbeitet habe. Und mein Vater hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Tschüss, Papa. Dann habe ich einen Kommentar bekommen, Freitag, es ist doch Donnerstag. Krass, heute Montag. Ja, nein, also ich versuche ja so schnell wie möglich die Sachen quasi zu schneiden und dass die online gestellt werden. Aber im Moment habe ich, also heute ist Montag und ich habe heute ein Video online gestellt vom letzten Mittwoch. Also wir haben immer noch so eine leichte Verzögerung da drin. Aber wir holen auf. Also vorher war es so, dass es schon über eine Woche war und jetzt ist es... nur noch eine Dreiviertelwoche. Ja, also zukünftig, also in... Also genau, mein Ziel sozusagen ist es, dass ich heute was filme,
abends es schneide und es am nächsten Tag hochlade, damit ihr es quasi so aktuell wie möglich habt. Aber mal gucken. Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, mal schauen. Ich muss halt, aber es wird alles schon besser und ich komme jetzt mit dem Programm auch besser klar und ich teile mir die Zeit auch besser ein. Also super. Zur Not breche ich ja bald meinen Fuß, dass ich nichts anderes machen kann. Dann komme ich die Treppe auch nicht mehr hoch. Wieso? Ich trage dich hoch. Stell dir ein Dixi-Klo hin. Campingtoilette. So, dann haben wir noch einen Kommentar gekriegt. Ultra, wen juckt das? Alter, mich juckt's. Weil manchmal ist es so, wenn ich morgens nicht geduscht habe, juckt es mich ganz doll. Mein Liebling. Nein, also das war auf meine Lieblingssuppe, mein Vlog, wo ich meine Lieblingssuppe euch vorstelle. Also, das ist meine Lieblingssuppe, also hallo? Suppen jucken selten, außer sind mit Juckpulver. Nein, also das war einfach, keine Ahnung. Tüch. Das Profil heißt Dicke Lama Ente. Genau. Also das sagt doch schon alles, ne? Dann hat die Daniela, Emils Mama, die hat nämlich auch einen YouTube-Kanal, die kennt ihr bestimmt auch, die hat geschrieben, was für ein Chaos-Video. Aber ich fände Prank, also Hashtag Prank Your Wife, ganz lustig. Hihi, duck und weg. Also dazu sage ich nur eins, Chaos-Video, ja, mit Sicherheit. Es ging erstmal um den Haul im Koyas allerersten. Musst du erstmal sagen, um welches Video es ging. Das war mein erstes Mal. Sein erstes, er hat einen Haul gemacht, einen Kaufland-Haul. Und er war halt sehr durcheinander, ne, weil Koya ist allgemein immer so... Ich war nicht durcheinander. Du hast das durcheinander hingelegt. Ich habe das gar nicht ausgeräumt. Du hast mich doch damit überrascht, dass du schon angefangen hast damit. Ach so, ja. Aber Chaos ist ein bisschen mein zweiter Vorname. So, ich muss auf der Arbeit strikte Regeln befolgen und deswegen habe ich da so nicht viel Lust zu meistern. Und was sagst du zu Hashtag Prank Your Wife? Er überlegt sich nämlich schon was. Ich habe richtig Angst. Bitte. Ich schlafe schon. Hashtag Prank Your Wife. Haut es rein. Wenn ihr das sehen wollt, postet es bei Instagram, postet es bei YouTube unter jedes Video. Wenn ich davon genug Dinger sehe, dann übertreibe ich es. Schlafe eine Woche auf dem Sofa, ist es mir wert. Muss oder bei meinem scheißegal wo. Ich gehe ins Hotel. Das ist es mir echt wert. Ich habe so gute Ideen. Ich habe schon Vorbereitungen getroffen für manches auch. Das weiß ich so. Ernsthaft? Ja. Alles klar. Also aber, Daniela, ich bin sauer auf dich. Chris, von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ja, brauchst du die Ducken nicht halt so fest. Darf ich? Ja. Es wurde noch was aufs Computervideo geschrieben. Falls ihr es nicht gesehen habt, verlinken wir euch das nochmal. Ja, ich meine, so viele Dislikes, wie ich auf dieses Video bekommen habe, ne? Das ist ja, aber schon... das wird ja endlich mal gerecht. Ups. Wer kauft sich denn bitteschön einen PC bei Amazon? Oh Gott, ist die dumm. Dazu muss ich sagen, ganz ehrlich... Wir haben einen PC bei Amazon gekauft. Ich würde es gegebenenfalls auch wieder tun, weil ich keinen Bock habe, einen zusammenzubauen. Aber es ist halt auch einfach so, der ist für unsere Zwecke, wie wir nutzen, vollkommen taco. Ist es kein Gaming-PC? Nein, ist es nicht. Wir spielen aber auch nicht. Ne? Weil wir haben nämlich ein Real Life. Wollt ihr jetzt auch nochmal meine Antwort darauf hören, was ich darauf geantwortet habe? Ich habe geantwortet... Na, ich kaufe mir da einen. Was hast du gegen Amazon-PCs? Und da habe ich geschrieben, PS, meine Eltern haben mich testen lassen. Ich bin nicht dumm. Ja. Meine Eltern haben mich wirklich testen lassen. Dazu muss ich sagen. Dumm ist. Nein, das ist keine Lüge. Und zwar war ich in der Grundschule und da hat meine Lehrerin gesagt, ich bin irgendwie dumm oder so. Keine Ahnung. Und dann haben meine Eltern mich zum Psychologen geschickt und dann wurde ein IQ-Test mit mir gemacht, weil die dachten, ich bin dumm oder so. Aber dabei kam heraus, die erste Eins, die sie hatte. Nein, aber dabei kam raus, dass ich also auf keinen Fall unterdurchschnittlich bin. Und dass ich mich eher in der Schule ein bisschen gelangweilt habe und dass ich deswegen auch so viel Quatsch gemacht habe. Warst du auf der Waldorfschule? Musst du deinen Namen? Nein, ich war auf einer katholischen Grundschule. Das sagt schon alles. Gut, und auf jeden Fall hat er geschrieben, haha, bist du lustig, Amazon-PCs sind überteuert. Und dann habe ich geschrieben, echt, du bist der Erste, der mich darauf hinweist, danke. Das war darauf bezogen, dass ich ungefähr schon 50 andere Kommentare geschrieben bekommen habe, wie schrecklich doch mein Computer ist, was ich mir da gekauft habe, wieso ich so dumm bin und mir das kaufe. Und dann haben die sich noch untereinander gestritten, welches Netzteil jetzt besser ist und wo man denn am besten PCs kauft. So, jetzt habe ich erstmal das letzte Kommentar für euch, weil sonst wird das Video so lang. Wir haben jetzt hier schon über 30 Minuten. Ich schneide bestimmt ganz, ganz viel raus. Aber okay. Vielleicht machen wir noch mal eins, wenn ihr Bock drauf habt. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt einfach mal ganz viel Quatsch in die Kommentare, dann landet ihr auch bei uns. Aber auch Quatsch, worauf wir was sagen können, weil ansonsten... Ne?
Wieso wenn, kann wenn, ja wenn ihr zum Beispiel reinschreibt, Niki ist ja voll blond und blöd, ja, da kann ich nur sagen, jo, hat er recht. Koya fängt jetzt an und kommentiert meine Kommentare unter den Kommentaren. Wisst ihr, was ich meine? So, egal. Auf jeden Fall als allerletztes möchte ich die Katrin nochmal erwähnen. Und zwar hat sie einen, Hallo. So fängt sie immer ihre Videos an. Sie hat nämlich auch einen Kanal. Und zwar hat sie unter das Laservideo, weil Koya lässt sich ja die Augen lasern. Am, wann ist das? Am 25. Dritten ist das? Genau. Und da hat sie geschrieben, sehr interessant, ich würde mir auch gerne die Augen lasern lassen, bilde mir aber ein, dass das bei mir mal gesagt... Was? Ach so, kann ich mal lesen. Bilde mir aber ein, dass mir mal gesagt wurde, dass es bei einer Hornhautverkrümmung nicht geht. Bin schon auf ein ausführlicheres Video gespannt. Kann ich sagen... Was steht da? Maximale Datengröße fast erreicht oder erreicht? Gut. Die Beine ist jetzt schnell. Du läufst noch weiter her. Also, Katrin oder alle anderen, die jetzt hier Interesse am Augenlasern habt, ihr könnt ja einfach mal so einen Termin machen. Also die Firma heißt Care Vision, wo Koya das macht. Und da kann man so einen Termin vereinbaren und dann kontrollieren die das alles und sowas und machen einen Kostenvoranschlag. Und sagen dir vor allem... Geht es oder nicht? Oder nein. Es ist möglich oder nicht. Genau. Aber dazu werde ich auf jeden Fall vloggen. Ich werde an dem Tag, werde ich ja Koya quasi begleiten und einen Tag davor schon mit hingehen und sowas zu dieser Voruntersuchung und wie das alles abläuft. Und wir werden euch das ausführlich erzählen, ob es wehgetan hat oder und nicht. Und das Video ich zu dem Thema ist nochmal hier. Ja. Also ich kann das Video dann wahrscheinlich nicht schneiden, weil ich... Ja, und ich kann nicht sehen, Trottelchen. Nein, also wir werden darüber in den Vlogs nochmal reden. Und wenn ihr Bock drauf habt, dass das Ganze ausführlich erzählt wird, wie das Ganze ablief, tat es weh, hast du nicht gesehen, also ein bisschen ausführlicher, als es in den Vlogs passieren wird. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Gerne werde ich darüber auch was... gerne erzähle ich auch mal was Ernstes, nicht nur Blödsinn. Kann er nämlich auch. Wahrscheinlich werde ich an dem Samstag auch erstmal keinen Bock haben auf Blödsinn oder nur Bock haben auf Blödsinn, je nachdem. Vielleicht pfeifen die mir ein paar Drogen rein oder so, ist ja auch ganz geil. Mia ist ja nicht da, ne? Genau, Mia ist an dem Wochenende nämlich nicht da. Die haben wir dann erstmal ausquartiert. Weil es kann halt auch sein, dass ich Schmerzen habe, nicht sehr theoretisch erstmal die ersten 24 Stunden, ist halt alles möglich. Und dann wäre es ein bisschen beschissen, wenn meine Frau sich um Mia... Plus Ben, drum kümmern muss, plus mich, Blindfisch, ne? Weil nachher kann ich wirklich gar nicht sehen. Und jetzt dann geht's ja um Kommentare. Muss ich mich auf Toilette bringen? Nee, der muss ihn auch halten, weil ich finde ihn nämlich nicht. Er ist zu klein. Ey, ganz ehrlich, ich hab keine Lust mehr. Das lasse ich auch alles drin, Liebling. Ja, mach die ganzen, doch. Die Leute sollen nur sehen, was du den ganzen Tag für Blödsinn erzählst. Ja, kein den ganzen Ding. Tag, ey. Soll ich jetzt Nacktputzvideo machen? Nein, soll ich jetzt mal sagen, ich muss den ganzen Tag erteilen. Erteilen. Erteilen vor allem. Erteilen. Ich muss dich erteilen. Ich ertragen. Muss dich ertragen, meinst du? Du, pass mal auf, ne? Du Rumpelstilzchen, ne? Also, so, wir hören jetzt auf. Bin ich wir sind jetzt bei 5 Tages arbeiten. Wir sind bei 35 Minuten. Also, das war es jetzt erstmal mit unserem Video. Wir kommentieren Kommentare. Das ist also der Schluss. Genau. Wir machen Schluss. So, und ihr könnt uns einmal schreiben, wie euch das gefallen hat und fleißig kommentieren, dann kommt ihr auch bald hier mit rein. Und wir müssen es jetzt fertig Daumen machen. Daumen hoch wollen wir noch haben. Ja, wir haben Daumen hoch und wir müssen jetzt Mia in den Zoo bringen, wollte ich gerade sagen, zum Kinderturm bringen. Ja. Wir sehen uns ich gehe aufs Sofa. Bei meinem nächsten Video. Bis dann, tschüss.